Was geht ab? Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einem teilweise positiven Thema, denn endlich hat der internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl für Benjamin Netanyahu beantragt, den Premierminister von Israel und der Mann, der dafür verantwortlich ist, was im Gazastreifen passiert. All die Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, all die Grausamkeiten, all die Zehntausenden getöteten Kinder und der selber fand es natürlich nicht schön. The outrageous decision by the ICC prosecutor Karim Khan to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions. It will cast an everlasting mark of shame on the international court. Through this incendiary decision, Mr. Khan takes his place among the great anti-Semites in modern times. Der Typ begeht Straftaten, soll jetzt einen Haftbefehl kassieren und kommt mit Antisemitismus. Nach seiner Meinung dürfte niemals ein Jude im Knast sitzen, weil egal was die machen, wenn sie dafür belangt werden, wäre das antisemitisch. Was für eine geisteskranke Logik. Und ich muss euch vorweg sagen, bevor wir zu dem kommen, was ihr eigentlich erwartet in diesem Video. Das ist ein gewaltiger Erfolg. Ja, es stimmt, der internationale Strafgerichtshof kann Benjamin Netanyahu nicht festnehmen. Und so wird es wahrscheinlich kommen, dass der Typ nicht ins Gefängnis gehen wird. Denn zum Beispiel genau so ein Haftbefehl wurde auch schon für Wladimir Putin ausgestellt. Und der ist ja offensichtlich noch nicht im Knast. Aber das Ganze hat einen anderen entscheidenden Vorteil. Denn Israel ist kein Mitglied des internationalen Strafgerichtshofs. Das heißt, wenn die jetzt etwas sagen, dann kann Israel sagen, juckt mich nicht. Es gibt aber ein anderes, viel gravierenderes Problem für Israel. Denn wenn der Haftbefehl durchgeht und es sieht alles danach aus, als ob er durchgeht und der Premierminister von Israel, also Benjamin Netanyahu, nach Deutschland einreisen würde, dann wäre eigentlich Deutschland als Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs verpflichtet dazu, ihn festzunehmen und auszuhändigen. Ich bezweifle stark, dass Deutschland das machen würde, aber dafür könnte man Deutschland dann auch belangen, wenn sie es nicht täten. Das heißt, all das baut internationalen Druck auf. Druck auf Israel, Druck auf Benjamin Netanyahu, der sich danach nicht mehr so frei bewegen kann. Aber es gibt noch einen zweiten wichtigen Punkt. Denn wenn dieser Haftbefehl durchgeht, dann entfaltet das natürlich auch eine Wirkung auf das Verhalten Deutschlands. Denn wenn Benjamin Netanyahu per internationalem Strafbefehl gesucht wird, dann bedeutet das ja, dass er etwas gemacht hat, was er nicht hätte tun dürfen. Wie zum Beispiel massenhaft und systematisch Palästinenser zu töten. Darunter ein großer Teil Kinder. Und wenn das jetzt ein anderer Politiker öffentlich beschönigt oder runtergeredet hätte, dann wäre das auch eine Straftat, wofür dieser Mensch dann belangt werden könnte. Und jetzt könnt ihr euch denken, was dann in der Regierung in Deutschland abgeht, wenn Netanyahu per internationalem Strafbefehl gesucht wird und es Menschen gibt wie Olaf Scholz, der immer und immer und immer und immer wieder gesagt hat, dass Deutschland in dem Verhalten von Israel keinen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht sieht, sondern dass es nur Selbstverteidigung wäre und Deutschland ja solidarisch hinter Israel stünde, komme was wolle, also ein Blankoscheck. Oder Annalena Baerbock, die auch in der Öffentlichkeit keine Stellung bezogen hat, nein, sogar Israel verteidigt hat und ihre Taten verteidigt hat. Wenn es also soweit kommt, dass Benjamin Netanyahu und andere Menschen aus seiner rechten Regierung per Haftbefehl gesucht werden, dann müssen sich einige Politiker in Deutschland wegducken. Aber hallo. Das heißt, zumindest haben wir es geschafft, Druck aufzubauen. Und das ist ein gewaltiger Schritt, denn vor 6-7 Monaten waren alle Palästinenser in den Augen der Medien, in den Augen vieler Menschen einfach alle pauschal Terroristen. Und wisst ihr, ihr seid dafür verantwortlich, dass das nicht so ist. Ihr und natürlich einige Creator, die unermüdlich weitergemacht haben. Egal wie traurig man war, egal wie deprimiert man war, wie viele Drohungen man bekommen hat, der Algorithmus einen nicht mehr gepusht hat, man vielleicht weniger Geld verdient hat, seine Familie vielleicht nicht ernähren konnte, Hass den ganzen Tag abbekommen hat, als Antisemit, als Islamist dargestellt worden ist. Es gab Menschen, die trotzdem durchgezogen haben. Und ich werde euch unten in der Beschreibung einige Personen verlinken, bei denen ihr euch bedanken könnt mit einem Follow. Dafür, dass sie eben nicht aufgehört haben. Darunter Menschen wie zum Beispiel ein Issam Bayern, einfach ein Löwe. Der Typ hat durchgezogen wie eine Ein-Mann-Armee. Aber auch viele weitere, wie zum Beispiel Ahmad Neu, Anas Islam, Vincent, Ahmad Shahin, Aggressionsprobleme, Enes Şeker und viele weitere. Kommentiert gerne, welche Person euch noch so einfällt, die die ganze Zeit durchgezogen hat, sich hat nicht unterkriegen lassen, weitergemacht hat, jeden Tag, die eigene Existenz damit vielleicht gefährdet hat, die finanzielle zumindest. Nur um den Menschen da unten Kraft zu geben. Und wir haben schon gehört von unserem Bruder Aggressionsprobleme und auch von vielen weiteren anderen Menschen, die gesprochen haben mit den Palästinensern, die im Gazastreifen sind und die gesagt haben, wir kriegen das mit. Wir kriegen das mit, dass ihr überall auf die Straßen geht. Wir kriegen das mit, dass ihr im Internet protestiert. Wir kriegen das mit, dass ihr Videos macht. Wir kriegen das mit, dass ihr eure Stimme erhebt. Wir machen einen Unterschied. Deswegen hör nicht
auf. Aber weiter geht's im Text. Benjamin Netanyahu, ja, dem droht jetzt ein Haftbefehl. Der wird mit höchster Wahrscheinlichkeit bald ausgestellt werden. Aber was sagt denn Israel? Was sagt denn Netanyahu dazu? Oder was sagt Joe Biden dazu? Das schauen wir uns jetzt an. Netanyahu selber sagt, er weise mit Ekel den Vergleich zwischen Israel und den Massenmördern der Hamas zurück, erklärt Israels Ministerpräsident. Ist schon sehr ironisch, dass Benjamin Netanyahu hier das Wort Ekel benutzt und nicht sich selbst meint. Joe Biden nannte das Vorgehen des Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofs übrigens empörend. Mit der Aussage, Israel und die Hamas dürfen nicht gleichgestellt werden. Gleichzeitig sagte er, man werde Israel immer bei Bedrohungen gegen die Sicherheit des Landes zur Seite stehen. Und das finde ich ein bisschen seltsam. Denn die USA sagen auch Folgendes. John Kirby, Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Israel hat während des gesamten Konflikts keine Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht begangen. Kirby erklärte, bisher hat die US-Regierung keine Vorfälle festgestellt, bei denen die Israelis gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen haben. Und jetzt wird's interessant, denn vor einigen Wochen ist ein Vorfall passiert. Wir wollen natürlich all das der letzten 6-7 Monate nicht zur Seite schieben, dass Israel ganz besonders gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen hat und in einem Ausmaß, was die gesamte Welt niemals sich hätte vorstellen können. Das liegt auf der Hand. Aber ich möchte euch trotzdem ein anderes Beispiel geben. Wie gesagt, vor einigen Wochen sind 7 Menschen im Gazastreifen umgekommen. Und ich werde euch jetzt auch einblenden, warum. 240 Tonnen Hilfsgüter der Organisation World Central Kitchen gehen zurück nach Zypern. Eigentlich bitter benötigt von den Notleidenden im Gazastreifen. Denn die NGO hat nach dem gestrigen Tod ihrer Mitarbeiter alle humanitäre Hilfe gestoppt. 7 Helfer und Helferinnen werden getötet, als die Raketen einer israelischen Drohne ihre Fahrzeuge treffen. Trotz vorheriger Sicherheitsabsprachen mit der Armee, trotz sichtbarer Logos. Premierminister Netanyahu übernahm heute die Verantwortung für den Fehler des israelischen Militärs. Es war ein tragischer Vorfall eines unbeabsichtigten Treffers unserer Kräfte auf unschuldige Menschen in Gaza. Es passiert im Krieg und wir ermitteln gründlich. Die Australierin Zomi Frankham, hier ein selbstgemachtes Video, ist eines der Opfer. Ihre Organisation World Central Kitchen verteilte täglich rund 350.000 Mahlzeiten. Ihr Heimatland und viele weitere Staaten wie die USA verlangen Aufklärung und mehr Schutz für Helfer und Zivilisten. Der internationale Druck auf Israel wächst. Und weil die Küchen der betroffenen Hilfsorganisationen nun stillstehen, verschärft sich die Notlage der Menschen im Gazastreifen. So, 3 Fahrzeuge des World Central Kitchen wurden bombardiert. Jetzt könnte man sich denken, das ist vielleicht gleichzeitig passiert, dass alle 3 Fahrzeuge gleichzeitig angegriffen worden sind, obwohl die auf den Dächern riesige Logos hatten, obwohl mit dem Militär klar kommuniziert worden ist, wann und welche Route die nehmen werden. Trotz dessen wurden eben Schüsse auf diese Fahrzeuge abgegeben, und zwar von Präzisionsdrohnen, die ihr Ziel wirklich mit präzisester Genauigkeit treffen. Die Anzahl der getöteten humanitären Helfer, nur humanitäre Helfer, ist damit auf 196 gestiegen. 196 humanitäre Helfer hat Israel ermordet. Darunter alleine 175 UN-Mitarbeiter. Und jetzt passt auf, der Nachrichtensender Al Jazeera stellte fest, dass die Fahrzeuge nicht gleichzeitig angegriffen worden sind, sondern nacheinander und nicht am gleichen Ort. Laut Al Jazeera wurden die Verletzten aus dem ersten angegriffenen Fahrzeug in ein anderes gepanzertes Fahrzeug gebracht, um sie schnell wegzubringen. Die Untersuchung von Al Jazeera stellte dann fest, dass das zweite Fahrzeug etwa 800 Meter von der Stelle getroffen wurde, an der das erste angegriffen worden war. Also 800 Meter weiter. Das dritte Fahrzeug wurde etwa 1,6 Kilometer entfernt vom zweiten angegriffen. Und das zeigt, dass die Angriffe vorsätzlich erfolgt sind. Stell dir mal vor, 3 Fahrzeuge, vollgepackt mit humanitären Helfern, wo ihr wisst, was die machen, was sie dabei haben, wohin die fahren, welche Route sie nehmen, welche Uhrzeit und alles. Und dann auf einmal macht ihr einen schweren Fehler und schaltet ein Fahrzeug aus. Menschen sterben. Dann machst du doch nicht den gleichen Fehler nochmal, wartest, bis die 800 Meter weiterfahren, schlägst nochmal zu und Überlebende steigen dann in ein anderes Auto und fahren dann 1,6 Kilometer weiter und du so, alle guten Dinge sind 3 und schießt auch noch darauf. Das ist gezielt und systematisch passiert. Und das wird Israel auch vorgeworfen. NGO-Chef
wirft Israel systematische Tötung von internationalen Helfern vor. 7 Mitarbeiter vom World Central Kitchen wurden in Gaza getötet. Nun erhebt Chef José Andrés Anschuldigungen, Israel sei über den Hilfskonvoi informiert gewesen und habe trotzdem Auto für Auto zerstört. Also das hört sich nicht für mich nach einem Fehler an, wo man sich denkt, ja gut, ist halt leider passiert, sondern das hört sich so an wie, komm, wir killen diese humanitären Helfer, damit die ganze Ladung wieder zurückgeht. Damit die Leute still und heimlich hier verhungern im Gazastreifen. Und dann schießt du drauf, du siehst, wie die sich retten, paar, die überlebt haben, aus dem Auto aussteigen, in ein anderes Auto gehen. Du denkst dir, weißt du was, Khalas, die nehme ich auch hops. Aber 800 Meter später schießt schon wieder auf dieses Fahrzeug und auch da gibt es wieder Menschen, die das Überleben steigen aus wollen, in ein drittes Auto steigen. Tun sie auch, fahren 1,6 Kilometer weiter und man denkt sich, alle guten Dinge sind drei und mach's genau dasselbe wie zuvor. So, jetzt sagt ihr mir, denkt ihr, das war ein Versehen. 3 Autos, bei dem bei jedem auf dem Dach das Logo des Unternehmens, wofür die Arbeiten drauf stand. Das heißt, man hätte easy wissen können, das sind keine Terroristen. Plus, die haben ja vorher mit der Armee gesprochen und haben gesagt, um die Uhrzeit fahren wir dahin und da entlang. Das war ein gezielter Angriff, damit die Palästinenser weiter verhungern. Und das tun sie zahlreich. Und jetzt müsst ihr wieder ehrlich zu euch selber sein. Wenn ihr hört, dass 6 Palästinenser, 7 Palästinenser bei sowas umgekommen sind, was denkt ihr dann? Wäre es schlimmer von euch, wenn es 6, 7 Personen wären, die aus dem europäischen Raum stammen, mit heller Haut, blauen Augen? Oder denkt ihr euch, da sterben halt Leute? Ist dann halt so, kann man leider nichts anderes machen. Und wie würdet ihr euch fühlen, wenn ich euch sage, dass bei diesen Anschlägen Menschen auch aus Australien, Polen, Großbritannien, USA, Kanada ums Leben gekommen sind? Ich möchte euch hierzu etwas vorlesen. Der Vorfall vom Montagabend ist noch lange nicht aufgearbeitet und nun gibt es neue Vorwürfe der Hilfsorganisation World Central Kitchen gegen die israelischen Streitkräfte. In einem emotionalen Video hat der Chef der NGO erklärt, der Konvoi seiner Mitarbeiter sei von der Armee gezielt attackiert worden. Bei dem Angriff in Deir al-Balah in Zentral-Gaza waren unter anderem Helfer aus Australien, Polen und Großbritannien gestorben. Die israelische Armee, so Andrés, sei an dem Tag mit seiner Organisation in Kontakt und über die Bewegung der Helfer informiert gewesen. Das war keine Situation, in der man sagen kann, ups, wir haben die Bombe am falschen Ort abgeworfen, so der gebürtige Spanier. Vielmehr hätten die Israelis den Konvoi beim Verlassen eines Lagerhauses systematisch angegriffen. Auto für Auto. Die WCK-Leute hätten nach dem ersten Beschuss noch versucht, sich in ein anderes Fahrzeug zu retten, dann sei auch dieses zerstört worden. Die New York Times hat Waffenexperten befragt, laut denen die Zerstörung an den Fahrzeugen auf einen gezielten Angriff hindeutet. Demnach sei von einem Beschuss durch eine Drohne auszugehen. Andrés weiter, das war ein ganz klar gekennzeichneter humanitärer Konvoi. Die Autos hatten eindeutige Markierungen auf dem Dach, ein sehr buntes Logo, auf das wir sehr stolz sind. Es sei sehr klar, wer wir sind und was wir tun. Israels Armee hat den Angriff in einer Stellungnahme als schwerer Fehler bedauert. Premier Benjamin Netanyahu bezeichnete ihn als unbeabsichtigt. Die Regierung der Herkunftsländer der Opfer äußerten sich teils in wütenden Reaktionen. Auch die USA forderten eine Aufarbeitung. Präsident Joe Biden schrieb in einer Stellungnahme, er sei empört und untröstlich. Wow, jetzt ist man untröstlich auf Seiten der USA. Aber wenn eben mal 15.000 Kinder und insgesamt über 40.000 Zivilisten sterben, das ist nicht so schlimm. Oder Amerika? Ich hoffe, dass der Haftbefehl durchgeht gegen Netanyahu. Ich hoffe, dass der mal den Fehler macht und in ein Land reist, wo er sich denkt, die werden mich nicht ausliefern und dann macht dieses Land es eben doch. Denkt ihr, Netanyahu gehört in den Knast? Und denkt ihr, dass diese Anschläge hier bewusst gemacht worden sind? Schreibt es mir gerne in die Kommentare mit den Worten, passt auf euch auf und Peace.